So Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu LEGO Pirates of the Caribbean. Heute zum letzten Part, denn uns steht nur noch eine Sache bevor, nämlich das Bonus-Level spielen. Dafür brauchen wir 84 goldene Steine und die haben wir jetzt zusammen. Also, wer nicht weiß, wie er die goldenen Steine bekommt, schaut die vorherigen Parts und schaltet somit das hier frei und macht damit diese Tür dort hinten auf, die uns, wie gesagt, zum Bonuslevel führt. Die Bonuslevel in Lego-Spielen sind ja meistens sehr ähnlich aufgebaut, von daher erwarten wir keine großen Überraschungen und das heißt das Fahrgeschäft. Gehen wir rein. Gehen wir rein in die gute Stube, sage ich meine. Und schauen, was es uns bringt. Ah ja, das Fahrgeschäft. Ihr seht schon, es ist angelehnt an das Fahrgeschäft in Disneyland tatsächlich. Wir haben ja auch den passenden Charakter einst freigeschaltet und nun können wir hier ein bisschen rumspielen, sage ich mal. Das kann ich mit Münzen sammeln. Aber gut, ich möchte noch ein bisschen was zu diesem Kanal erzählen, weil das soll jetzt ein bisschen zum Ausklang hier sein, dieses Level auch. Und eben hier wird nichts großartig Spannendes passieren. Von daher möchte ich euch verkünden, dass dies das voraussichtlich letzte Video für dieses Jahr auf diesem Kanal sein wird, also für das Jahr 2022. Und zwar, das hat folgende Gründe. Zum einen ist in letzter Zeit ein bisschen viel was passiert in meinem Leben, sage ich mal, so dass ich momentan nicht die Motivation und den Elan teilweise habe, euch witzige und unterhaltende Videos zu bringen. Zum anderen besteht aufgrund dessen ein Umzug bald bevor und da habe ich dann auch einfach nicht mehr die Zeit dazu, euch entsprechend mit Videos zu versorgen, aber keine Sorge, das ist auf jeden Fall nicht das letzte Video, was jemals auf diesem Kanal kommt, dafür werde ich sorgen. Es wird auf jeden Fall spätestens im nächsten Jahr irgendwann weitergehen. Vielleicht packt mich auch noch die Motivation und ich mache dieses Jahr doch noch was, aber falls nichts mehr kommt, macht euch keine Sorgen, es ist einfach momentan sehr viel in meinem Leben passiert. Wer genaueres wissen möchte und wem ich es erzählen möchte, der schreibt mir gerne auf irgendeiner privaten Plattform. Ich erzähle euch jetzt eh nicht alles halt, sofern ich nicht besser mit euch, solange ihr mir nicht so ganz bekannt seid, sag ich mal. Aber halt, ja, die es wissen möchten, die können mir gerne schreiben auf entsprechenden Plattformen, je nachdem, wo ihr möchtet. So sieht's aus. Ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Wie gesagt, macht euch da einfach keine Sorgen um mich. Es wird alles wieder gut, früher oder später, sage ich mal. Bisher hat YouTube irgendwie... YouTube ist so die Konstante in meinem Leben, sage ich mal, bei der es tatsächlich immer weitergeht, oder? Also, würde ich einfach mal so behaupten. Naja, ich sehe schon, was hier verlangt wird. Wir spielen immer einzelne Abschnitte aus den jeweiligen Filmen. Interessant auf jeden Fall. Ja, wie gesagt. Außerdem würde es mich natürlich sehr freuen, auch wenn ich auf YouTube untätig bin, habe ich jetzt wieder vermehrt Musik gemacht. Daher würde es mich einfach freuen, wenn ihr meinem Musikkanal, meinem Rap-Kanal folgt, wenn euch die Musik interessieren sollte, wenn ihr an meiner Persönlichkeit interessiert sein solltet. Und in der Musik gebe ich auch viel mehr über mich preis, als was ich vielleicht auf YouTube tue. Von daher, wer ein bisschen interessiert an mir ist, gerne auf meinem Musikkanal folgen. Last Rap, genau, oder einfach nur Flast, sucht einfach nach irgendeinem Song von mir oder wenn Bedarf besteht, schreibt mich gerne darauf an, ich schicke euch gerne die Links zu allen möglichen Social Medias und hast du nicht gesehen, ne? Wenn, wie gesagt, Interesse daran besteht. Aber auf jeden Fall wird es dann auch weitergehen nach meiner Winterpause, Weihnachtspause vielleicht sogar. Wird es auf jeden Fall weitergehen auf diesem Kanal mit The Legend of Zelda. Die beiden Gameboy-Teile. Ich komme gerade nicht auf die Titel Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Genau. So sieht's aus. So, besiegen wir mal Davy Jones. Ansonsten möchte ich mich natürlich an dieser Stelle einfach mal für euren Support dieses Jahr bedanken. Es ist unfassbar. Ich habe dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben 10.000 Aufrufe auf einem Video bekommen, also halt ist stetig gestiegen, sage ich mal, aber ich bedanke mich viel dafür, dass ihr
gerade diese Lego Games so supportet. Also gerade Lego Harry Potter ging ja unter die Decke bei mir. Und dafür möchte ich mich einfach vielmals bei euch bedanken, dass ihr das so sehr feiert und auch die Mühen wertschätzt, die ich da reingesteckt habe. Ich meine, das ist immer das, was mir so ein bisschen einfach einen Frieden gibt und halt, was mich einfach motiviert, immer weiter mit YouTube zu machen. Für die, die erst auf diesem Kanal dazugekommen sind, ich mache den Mist hier fast seit 10 Jahren. Ich mache das seit März 2013. Das ist schon, wie gesagt, so die Konstante, die sich eigentlich durch mein Leben durchzieht, immer mal wieder mit Pausen. Aber hey, dabei bin ich immer geblieben. Und das werde ich auch weiterhin. Denn irgendwie ist es das, was mir damals aus einer schweren Zeit geholfen hat, einfach das Let's Playen. Und daher hoffe ich, dass euch einfach genauso aus einer schweren Zeit hilft. Einfach nicht nur das Let's Playen, sondern auch einfach das Zuschauen von Let's Plays hat mir damals aus einer schweren Zeit geholfen. Und ich hoffe einfach, dass ich das vielleicht bei dem einen oder anderen auch bin. Und wenn nicht, dann hoffe ich einfach, dass ich euch unterhalten kann auf die eine oder andere Weise. Und daher habe ich das Zeug hier nie aufgegeben, dieses YouTube-Zeug, egal wie wenig Aufrufe dabei manchmal rumkamen und egal wie demotivierend das manchmal in manchen Jahren einfach war. Aber gerade dieses Jahr kann ich mich nicht beschweren, was YouTube angeht. Das ist wirklich ein enormer Anstieg auch an Abonnenten gekommen tatsächlich und allgemein bin ich sehr, sehr dankbar für das, was ihr auf diesem Kanal geschaffen habt tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Neustart von meinem alten Kanal nochmal so gut, sag ich mal, mit Videos durch die Decke gehe und dass dieser Kanal hier einfach so gut performen wird. Das hätte ich in den ersten 2-3 Jahren einfach nicht gedacht, aber dieses Jahr gerade kam so ein bisschen, ich will nicht sagen der Durchbruch, aber es sind auf jeden Fall die Videos mehr angesehen worden als generell die letzten Jahre davor. Und dafür möchte ich mich einfach nochmal sehr, sehr doll bedanken. Und deswegen Vielleicht werde ich mich auch noch dazu entscheiden, irgendwas am Ende des Jahres einfach als kleines Dankeschön zu machen. Ich kann aber nichts versprechen und möchte das an dieser Stelle auch nicht. Aber eigentlich möchte ich was zurückgeben an der Stelle. Aber mal sehen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ansonsten war es das mit Lego Pirates of the Caribbean und wie gesagt, mit mir wahrscheinlich auch dieses Jahr erstmal, zumindest fürs Erste. Vielleicht entscheide ich mich auch spontan anders und wenn ich umgezogen bin, dann geht es direkt weiter, um einfach ein bisschen aus der schweren Zeit zu kommen, die ich gerade einfach habe. Wie gesagt, wer dazu nähere Infos möchte und wem ich da auch vertraue, sage ich mal, dem gebe ich die auch gerne. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch, denen, die hier zuschauen, oder allgemein den Leuten, die meinen Kanal abonniert haben, die meinen Kanal irgendwann entdeckt haben, egal ob sie das hier schauen oder nicht, dass es den Leuten einfach gut geht und wir entsprechend im nächsten Jahr einfach weiter durchstarten können. Vielleicht wächst in dieser Zeit einfach noch der Kanal über sich hinaus. Ich meine, es ist unfassbar viel passiert in den letzten paar Monaten, gerade als ich eigentlich selber komplett ein bisschen von YouTube Distanz genommen habe, ist unfassbar viel passiert. Und ich sehe gerade an Lego Pirates of the Caribbean, dass ihr das immer noch wollt, dass ich einfach nicht aufgeben sollte mit diesen Let's Playen hier. Ich meine, das ist so ein banales Ding. Ich meine, ich spiele Spiele und laber dazu ein bisschen aus meinem Leben oder zum Spiel, dass das trotzdem so ein paar Menschen gefällt. Auch wenn es mal mehr, mal weniger und mal schwankend ist. Aber gerade wenn es schwankend ist, dann gibt es immer wieder diese ein, zwei Kommentare, die einfach mich bestätigen darin, in dem, was ich mache und die mich einfach irgendwie dabei behalten. Es ist komisch, aber gestern hatte ich halt gerade so einen Kommentar einfach, der sagte, ich habe für meine Videos eigentlich viel zu wenig Reichweite. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Das liegt im Auge des Betrachters. Ich meine, es steckt da viel Arbeit und Herzblut eben rein, aber meine Güte, es gibt Leute, die haben Glück und es gibt Leute, die bleiben ewig auf ihrer Stufe stehen. Aber ich denke, ich werde mich trotzdem kontinuierlich verbessern. Ich verbessere mich auch kontinuierlich, was Schnitt und hast du nicht gesehen angeht und Commentary auf jeden Fall. Und ich denke, das merkt man auch. Ich meine, es sind 10 Jahre amateurhaftes Let's Playen. Ich habe das nie professionell gemacht und werde das auch nie professionell in Erwägung ziehen. Wenn ich irgendwann mal auf irgendeinem Kanal die 1000 Abonnenten erreichen sollte oder auf diesem Kanal hier die 1000 Abonnenten erreichen sollte, ich werde die Monetarisierung anschalten, um zu sehen, einfach was dabei rauskommt. Je nachdem.
Ich wäre echt gespannt, was bei rauskäme, wenn ich irgendwann mal mich dazu entscheide, ein bisschen Profit mit dem Zeug hier zu machen, dass ich ja wirklich mehrere Jahre meines Lebens reingesteckt habe. Ich meine, wenn man alles zusammenzählt, habe ich bestimmt mit Aufnehmen, Schneiden und Co. und hast du nicht gesehen, habe ich bestimmt zwei bis zweieinhalb Jahre meines Lebens hier reingesteckt, sage ich mal, von der gesamten Zeitspanne aus gesehen. Aber so ist das nun mal im Let's Play. Und von daher hoffe ich einfach, dass euch diese Videos weiterhin gefallen, dass wir uns dann hoffentlich im nächsten Jahr gesund und munter wiedersehen, dass ich einfach die Energie bis dahin getankt habe, um euch wieder das zu geben, was ihr auch verdient, meiner Meinung nach, einfach erstklassige Unterhaltung, mal mehr, mal weniger, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie gesagt, dass euch das hier einfach immer noch Spaß macht. Wie gesagt, ihr gebt mir so viel zurück, seien es Aufrufe, seien es ab und zu nur Daumen hoch, seien es Kommentare, gerade die Kommentare, die sind meistens so bewegend. Ich habe auf diesem Kanal noch keinen einzigen Hate-Kommentar gelesen. Ich meine, das ist nicht ungewöhnlich, dass man als Let's Player auch mal seine Hate-Kommentare abbekommt oder so. Und gerade auf dem alten Kanal hatte ich tatsächlich irgendwann nach einer Zeit viele Hate-Kommentare. Aber hier ist alles sehr harmonisch und ich denke, ihr seid auch ein bisschen mit mir zusammen erwachsen geworden, tatsächlich. Also ich denke, viele der Leute, die ich durch YouTube kennengelernt habe und die einfach noch Let's Play schauen, die klassischen Let's Plays, sind einfach mit mir zusammen erwachsen geworden. Ich meine, ich werde jetzt, wenn ihr das nächste Video seht, bin ich 25 und ein Vierteljahrhundert alter. Und ich meine, ich mache das hier, seitdem ich 15 bin. Überlegt euch das mal. Damals habe ich über solche Sachen hier, wie ich jetzt gerade nachdenke, noch nie nachgedacht. Beziehungsweise doch schon. Gerade weil das Let's Play mich damals, wie gesagt, aus einer Krise tatsächlich geholt hat. Einer sehr ähnlichen Krise, wie es jetzt ist. Und daher danke einfach. Danke. Danke an all die Leute, die ich auch dadurch kennenlernen durfte. Danke an all die Let's Player, an all die Zuschauer. An jeden Einzelnen, der einfach von Anfang bis heute dabei ist, auch die, die nicht mehr dabei sind, auch danke an die, gerade damals die Independent Let's Player, an dieser Stelle geht einen lieben Gruß raus an ganz, ganz viele Menschen, die ich einfach kennengelernt habe. Und mit 100% soll es dann auch im nächsten Jahr weitergehen. Bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine kleine Belohnung gibt, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Wir schauen uns das Ganze mal an, ob es noch eine kleine Belohnung irgendwie für gibt, dass wir 100% haben, aber ich glaube fast nicht. Ne, gibt's nicht, ne? Gibt's nicht. Ja, sowas aber auch. Na gut, aber ein blinkendes 100% Zeichen. Also wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes Fest dann in dem Falle, falls wir uns nicht mehr wiedersehen. Außerdem wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf, dass 2023 einfach unser Jahr wird. Bis dahin, sage ich Tschüss, Koski, euer FlassTV. Bis dahin, bye bye.